Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich habe jemanden bei mir, der ist knapp dem Tode von der Schippe gesprungen. Nein, er hatte ein Nahtoderlebnis. Das wäre, glaube ich, das richtigere Wort, denn wir wollen darüber reden, was du da erlebt hast. Du hast später ein Buch geschrieben aus den Erkenntnissen, die du auch da gewonnen hast, aber natürlich viel mehr. Gerhard Fester ist bei mir. Das ist ein Buch Erkenntnisse jenseits der Bibel. Sehr schön. Gerhard, ich freue mich, dass du da bist. Danke, Bei dass dir ich hat kommen darf. das damit angefangen, mit so einem Erlebnis, oder hast du vorher schon auch dich mit so Sachen beschäftigt, oder wie? Es hat eigentlich damit begonnen, dass ich eine Stimme in meinem Kopf gehört habe und die hat gesagt: Erkenne, was in deinem Geiste ist. Da war ich erstmal total erschrocken, habe ich gedacht: Was war das? Jetzt geht's los, jetzt Dann holst du mal die habe ich Jungs. das verdrängt. Dann kam diese Stimme aber kurze Zeit später wieder und sagte: Du musst dich mit dem Thema Tod auseinandersetzen, was ich bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gemacht habe. Ich habe ein sehr, ja, ausschweifendes Leben gelebt, habe die Welt gesehen, habe viel Geld Alles verdient. Ja, gemacht, was geht so voll so. 3D. Ja. Aber das hat mich dann bewogen, tiefer zu gehen, einfach mal in mich reinzufühlen, was das bedeutet. Und nachdem dann diese Aussage kam, du musst dich mit diesem Thema Tod auseinandersetzen, was mir ja erstmal gar nicht sagte. Ja. Ich hatte keine Lust, mich jetzt auf dem Friedhof zu bewegen Ja. oder so. Hat es dann damit begonnen, dass ich wie aus dem Nichts heraus das Bild von einem Menschen auf meinem inneren Bildschirm bekommen habe. Ich glaubte, diesen Menschen zu kennen, habe dann auch recherchiert, war mir aber in dem Moment, wo das Bild kam, sofort bewusst, er wird sterben. Wann, wusste ich nicht. Ich habe es dann weggeschoben, habe dann einfach, mein Verstand hat gesagt: Hey, komm, spinnst, hast du alles nur eingebildet. Aber das Bild kam immer wieder, der innere Druck wuchs. Und so habe ich dann meiner Mutter damals die Frage gestellt: Du, kennst du diesen Mann? Die hat mir dann auch geholfen, den ausfindig zu machen. Dann bin ich dann damals ins Sauerland gefahren, der lebt in einem Pflegeheim. Bin dann zu ihm rein und obwohl der mich als kleiner Junge mit 6, 7 Jahren gesehen hat, hat er mich dann, als ich dann damals ja schon fast Ende 30 war, sofort wiedererkannt. Hat sich bedankt, dass ich gekommen bin. Und ich habe mich hingesetzt, dann hat er sofort meine Hand gefasst und hat gesagt: Glaubst du, dass es nach dem Tod weitergeht? Und dann habe ich gedacht: Was läuft denn jetzt für ein Film ab? Ne? Ich Wieso bin ja, fragst du mich oder ja, wie? weil ich habe ja einfach nur diesem Druck irgendwo standgegeben. Ich bin also dorthin gefahren. Und dann habe ich diese Stimme wieder im Kopf gehört und dann wusste ich genau, was ich ihm sagen sollte. Also ich durfte mich da auch nicht einmischen vom Verstand, da wäre es weg gewesen. Sondern ich habe es laufen lassen. Und dann hat er angefangen zu weinen, hat sich zurückgelegt und hat gesagt: Jetzt kann ich gehen. Ich bin dann nach Hause gefahren. Was war die Botschaft oder die Ich habe Antwort ihm sozusagen? dann quasi schon etwas erklärt, was ich noch gar nicht wusste. Was ich nachher durch meine Erfahrungen in dieser anderen Ebene erst für mich auch als reale Ebene erfahren durfte. Es war erstmal da. Und ich gehe da gleich dann nochmal näher drauf ein. Auf jeden Fall, ich bin nach Hause gefahren, hatte über 200 Kilometer zu fahren. Ich war so verwirrt. Ich habe gedacht, Was läuft hier für ein Film? was läuft hier für ein Film ab? Ne? Und am nächsten Morgen, ich bin gerade aufgestanden, rief die Tochter von ihm an und sagt: Du warst doch gestern beim Papa. Habe ich gesagt: Ja, der ist letzte Nacht gestorben. So. Und dann hat sich das in einem Abstand von zwischen 2 und 4, 5 Wochen ständig wiederholt. Ich bekam ein Bild, ich bin dann zu den Menschen hingefahren, es hat sich immer das gleiche Ritual abgespielt. Und in der Nacht danach, wenn ich da war, ich habe denen nichts zu essen getan, ne? Das sind die gestorben. Und das hat mich dann also rein vom Verstand her komplett geflasht. Du bist jetzt aber auch nicht hier, weil du mich irgendwo gesehen hast. Das war Nein, ein Scherz. Gottes Willen noch. Ist noch nicht so weit, okay. Ja, und eine dieser Personen war meine Mutter. Und das war arg. Das war wirklich schlimm für mich, weil da konnte ich überhaupt nicht mit umgehen. Das hat mich emotional so aufgewühlt. Und bei ihr hatte ich auch die längste Zeit bis zu dem Augenblick, wo dann die Stimme kam, hat gesagt: Wenn du jetzt nicht reagierst, ist sie weg. Und bei ihr war es auch so, sie war die Einzige, wo ich nicht persönlich hingefahren bin. Ich konnte es nicht. Also ich hätte wahrscheinlich welchen Tränen ausgebrochen oder so. Ich habe sie nur angerufen und dann kam etwas, das werde ich nie vergessen. Ich melde mich und sage: Mama, ich bin's. Und dann sagt sie sofort: Hast du meinen Tod gesehen? Komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Die wusste ja doch gar nicht oder konnte nicht wissen, warum ich anrufe. Naja, und dann hat sich dann auch bei ihr eine Geschichte entwickelt, die sie mir erzählt hat. Hat mir dann auch erzählt, dass ich als Kind letztendlich schon mit imaginären Wesen gespielt habe und gesprochen habe, was ihr dann sehr peinlich war. Und wo sie sagte: Aber Gott sei Dank, als du 5, 6 Jahre alt wurdest, ist es weggegangen. Gott sei Aber ich habe Dank. befürchtet, dass es wiederkommt. Ja, und sie hatte vorher schon eine Vortodesahnung. Das wäre nochmal eine Geschichte für sich. Und als ich mich jetzt gemeldet habe,
war bei ihr irgendwo sofort diese Wahrnehmung da. Ich weiß es, ne? War für mich schlimm. Und auch sie ist in der Nacht danach gestorben. Mhm. Ja? Und das ging fast ein Jahr und dann habe ich irgendwann gesagt, lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, nimm das von mir weg. Ich halte das nicht mehr aus. Weil das war mit dem normalen Alltagsleben gar nicht mehr vereinbar. Und du hattest auch noch nicht so diesen Überblick, dass du wirklich aus dir selbst heraus sagen könntest, dass ich habe kein Verständnis, sondern du hast immer durch dich sprechen lassen. Und ich musste es aber laufen lassen, sonst wäre dieser Strom weg gewesen, diese Verbindung. Ja. Ne? Und dann so ist dann letztendlich auch meine Mutter hinübergegangen. Ich habe dann an dem Abend, dann bevor ich dann, also wie ich mit ihr telefoniert habe, habe ich gesagt, Mama, ich weiß ja, du glaubst an nichts. Ich ja auch nicht. Ja. Aber wenn es weitergeht, dann bitte versprich mir, dass du mir ein Zeichen gibst, dass du dich in irgendeiner Weise mit mir verbindest. Weil es ist für mich wichtig, weil etwas mit mir passiert, was ich nicht verstehe. Mhm. Und dann hat sie gesagt, hat sie noch so gelacht, das kann ich dir gerne versprechen, das geht ja eh nicht weiter. So nach dem Motto. Die übliche Überzeugung. Ja, und ich weiß nicht genau, ob es 4 oder 5 Wochen später war. Ich war im Schlafzimmer. Ich war gerade meine Wäsche am Zusammenlegen, steht die vom Schlafzimmerschrank. Ich habe einen Schrei ausgestoßen. Ich habe gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt. Ich habe die richtig leibhaftig gesehen und habe nur gesagt, Mama, mach das nie wieder. Ja? Und sie hat dann mir den Finger gezeigt und hat gesagt, ich bin ja auch nur da, um dieses Versprechen einzulösen. Das hat dann mit der Zeit dazu geführt, dass ich immer mehr sehend wurde, dass auch Verstorbene sich schemenhaft plötzlich so in meine Arbeit mit Menschen eingeblendet haben, haben mir Informationen gegeben. Und auf diese Weise hat mir meine Mutter dann auch 3 Jahre nach ihrem Übergang mitgeteilt, dass der Vater auch gehen wird. Mhm. Und dass sie mich bittet, dass ich ihm helfe, weil sie sich große Sorgen macht, weil er auch an nichts glaubt. Und sie auch bei ihrem Übergang eine große Irritation erlebt hat. Soll ich das kurz erzählen, was sie erfahren hat? Sie hat also einen Gehirnschlag bekommen, wie sie mir geschildert hat. Sie ist dann aus dem Körper raus. Hat sich schwebend an der Decke erlebt. Ja. Sie hat ihren Körper dort liegen sehen. Sie hat die Panik gekriegt. Es kamen dann Menschen, die mit ihr zusammen lebten, dann auch rein, haben versucht, sie reanimieren. Der Arzt, der Notarzt kam und sie konnte sich nicht mitteilen. Und das war für sie so schlimm. Mhm. Bis dass sie dann irgendwann sie hat gesagt, ich habe dann nach Worten, nach Gedanken gefischt. So hat sie das ausgedrückt. Mhm. Und dann ist sie bei diesem Gespräch mit mir gelandet. Und ich habe ihr gesagt, was sie machen soll, wenn der Augenblick kommt. Und das, hat sie gesagt, hat mich sofort ins Licht gezogen. Und ansonsten wäre ich in dieser Irritation stecken geblieben. Ich hätte gar nicht gewusst, wohin, was ich tun sollte. Das ist ja so ein Augenblick, wo wahrscheinlich viele, die jetzt nicht vorbereitet sind, im Sterbeprozess sozusagen auch keine Orientierung haben, weil man spricht in dieser Welt sozusagen nicht darüber, beziehungsweise man geht davon aus, da kommt nichts mehr. Mhm. Du hast eben gesagt, ins Licht gehen. Man hört das oft so als Floskel sozusagen, aber du kannst das jetzt auch begründen oder beschreiben, was passiert in diesem Prozess und was wäre jetzt das, was Leuten helfen könnte? Es ist so, die Auseinandersetzung mit diesem Sterbeprozess im Vorfeld schon, auch wenn man nicht daran glaubt, ist dennoch schon gut und auch wichtig. Ja. Und auch wenn der Verstand sich dagegen wehrt und sagt, das gibt's nicht, aber Dalai Lama hat wohl mal gesagt, ich habe das irgendwie gerade im Kopf, der wichtigste Augenblick im Leben eines Menschen ist der Augenblick seines Übergangs, und zwar mit welchem Bewusstsein man geht. Mhm. Das heißt, so wie wir uns aus der körperlichen Hülle lösen, werden wir in Ebenen gezogen, die in Resonanz gehen mit dem Bewusstsein, was wir aus dem Körper lösen. So, und jetzt sage ich mal, wenn wir an nichts glauben, und das ist tatsächlich mit einem Menschen schon passiert, den ich begleitet habe, der ist in nichts gelandet. Da gab es eben nichts, weil sich alles sofort eins zu eins materialisiert. Und Menschen, die Angst haben oder so, die erzeugen dann auch in dem Sinne wirklich irgendwelche Szenarien, die es gar nicht wirklich gibt. Und wenn jemand Angst hat, er kommt in die Hölle und ist überzeugt, er ist ein schlechter Mensch, weil ihm das irgendwie eingeprügelt wurde sozusagen. Ja, ich möchte ja auf gar keinen Fall Menschen jetzt Angst machen. Mhm. Es gibt diese Hölle für sich nicht. Aber die Vorstellung, die wir davon entwickeln, materialisiert feinstofflich. Mhm. Das, was wir uns vorstellen, aus dem können wir auch ganz schnell wieder raus. Aber wichtig ist, dass man das weiß und dass man sich insofern vorbereitet. Und das Einfachste, was ich den Menschen sagen möchte, ist, stellt euch vor, ihr geht aus dem Körper raus und das Licht zieht euch im Grunde genommen in die Wärme, in die Liebe, in das Angenommensein. Das alleine reicht schon.
Und man lässt sich dann sozusagen auch treiben oder muss man dann schon Widerstände überwinden oder gibt es sowas, woanders zieht es auch oder? Es ist so, wir gehen durch einen bestimmten Bereich, sage ich jetzt mal, wo sich ja auch erdgebundene Seelen aufhalten, die natürlich schon versuchen, uns irgendwo zu beeindrucken oder wie auch immer. Aber wenn wir sagen, ich lasse das einfach, ich gehe ins Licht und ich weiß, dort ist mein neuer Platz, passiert gar nichts. Was interessant ist, was ich ja auch zweimal erleben durfte, ist, wenn wir aus der Hülle rausgehen, dann sehen wir einen Lebensrückblick. Und das ist total spannend. Insofern, weil das geht rasend schnell. Man sieht zig unglaublich viele Bilder, hauptsächlich aber die Gefühle, die aus den Bildern kommen. Und dann hat mir die geistige Welt nach dem ersten Erlebnis dann erklärt auf der Ebene, wenn der Mensch, und das gebe ich auch als Rat gerne weiter, wenn wir diesen Lebensrückblick sehen, sollen wir versuchen, eine Neutralität an den Tag zu legen. Uns nicht emotional mehr mit den Bildern und den Dingen, die wir zu sehen bekommen, verbinden. Weil damit kommt es zu Anhaftung und damit nehmen wir diese Themen auf der emotionalen Ebene mit. Und die müssen wir irgendwann dann wieder loslösen. Mhm. Also das Einfachste, einfach in Anführungsstrichen, ist, sich das anzuschauen und zu sagen, okay, es ist nicht meine Wirklichkeit. Ich weiß, es klingt nicht einfach, aber es ist die Lösung. Und du hast von den Erdgebundenen geredet. Es gibt also eine Welt sozusagen, eine Ebene. Ich würde das auch vielleicht mal als Astralebene bezeichnen oder so die nächsthöhere Dichte. Und dann gibt es ja viel Verbindungen auch also mit The Sixth Sense, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, natürlich, dass es eben diese Verstorbenen von einigen auch gesehen werden, die eben vielleicht ein bisschen mehr in der Wahrnehmung sind. Aber das ist nicht wirklich die höhere Ebene. Aber wenn man nicht weiß, wohin es geht, dann kann man da auch gefangen bleiben in dieser Ebene. Ja. Aber wenn man sich damit befasst, und das ist ja das, warum wir das machen und du das machst, ist, dass es mehr gibt und dass es eben eine höhere Reiche gibt. Und wir alle sehnen uns ja irgendwo nach dem Guten und dem Lichtvollen. Ja. Kommt man dahin, wenn man alleine glaubt, dass man dahin kommt, oder? Da wir letztendlich ja vom Bewusstsein her, mit dem wir aus dem Körper rausgehen, in eine bestimmte Ebene reingezogen werden und es von daher ja Sinn macht, sich vorher mit diesem Sterbeprozess, mit dem Loslösungsprozess auseinanderzusetzen, damit wir in die höchste Vorstellung von dem gehen, wo wir hin möchten. Also jetzt sage ich mal, ein Mensch, der von all diesen ganzen Esoterik-Dingen überhaupt nichts weiß, aber eine sehr große Gottverbundenheit lebt und sagt, wenn ich sterbe, ich gehe gleich durch zum lieben Gott, ich gehe ins Licht, das wird auch so sein. Ja? Es geschehe nach deinem Glauben. Ja. Du hast vorhin diesen Film zitiert oder gesagt. Ich möchte noch den Film Hinter dem Horizont erwähnen. Ja, das ist auch sehr schön. Weil das ist der Film, der mich am stärksten bewegt hat. Stimmt, und der mir auch, ich sag mal, sehr nah an meine eigenen Erlebnisse und Erfahrungen mich herangeführt hat. Und in diesem Film, wenn man ihn sieht, ich will gar nicht so viel verraten, aber ich würde jedem raten, schaut ihn euch mal an, ist, dass es letztendlich wunderbar erkennbar ist, wie ein Mensch durch Schuldgefühle durch ein illusorisches Denken sich eine Welt erschafft, ja, die dann so real ist, dass er sich darin gefangen fühlt. Ja, da gibt es also sehr düstere Bereiche, aber nicht, weil Gott sozusagen gesagt hat, der kommt in die Hölle, sondern weil der selber dieses in seiner Glaubensvorstellung dieses Reich geschaffen hat. Ja. Es gibt aber auch sehr bunte Bereiche und sehr, sehr, sehr lichtvolle. Das ist ja sehr schön dargestellt in dem Film. Ja. Optisch muss ich auch sagen, einfach ein Erlebnis. Ja. Und es kommt dann quasi jemand, ein Mann, der seine Frau sozusagen aus diesen dunklen Reichen rausholen will, weil er glaubt, es gibt was Schöneres oder weiß. Also eine dramatische Geschichte. Aber deswegen machen wir es, bevor jemand stirbt, dass wir, und machst du es und schreibst das Buch, um Menschen zu sagen, also in diesem Prozess vertraut, oder wie würdest du sagen, vertraut, dass... Wenn wir dem Höchsten, egal wie wir das jetzt nennen, dem Licht der Liebe vertrauen und unser Herz dafür öffnen, gehen wir damit auch in Resonanz, zieht es uns auch in diese lichtvollen Ebenen rein. Das, was uns ausbremst, und das ist jetzt nochmal auch wichtig, was du da jetzt angesprochen hast, ist, es gibt nicht diesen strafenden Gott. Den habe ich bei beiden Erlebnissen und auch bei den Erlebnissen, die ich jetzt willkürlich herbeiführen kann, überhaupt nicht angetroffen. Wir gehen, wenn wir so wollen, in lichtvolle Ebenen, wo wir mit so viel Liebe und diesem Gefühl des Einsseins in Berührung kommen, dass wir gar nicht zurück wollen. Egal welche Verantwortungen, welche Lieben wir hier unten zurücklassen, das ist so stark,
Und dann können wir nur aus der höheren Vernunft heraus erkennen, hey, ich habe meinen Seelenplan noch nicht erfüllt. Und dann gehe ich wieder runter, weil ich habe ja ein Versprechen gegeben. Mhm. Und nicht, weil ich gezwungen wurde, sondern freiwillig. Und auch hier vielleicht nochmal der Hinweis, es gibt keine Seele hier auf dieser Welt, die dazu verdammt wurde, wiederzukommen. Mhm. Wir gehen alle freiwillig. Es ist das also ist eine falsche wichtig. Vorstellung, dass ja. es welche gibt. Nein, ich bin nicht freiwillig hier, ich wurde gezwungen sozusagen. Ja. Gibt nicht. Passiert ist nicht. Das ist meine nicht. Freie. Der freie Wille ist von Gott gegeben und steht immer oben drüber. Also aus deiner den Erfahrungen da, geht es für dich auch mehr jetzt um das Leben. Mhm. Das heißt zu gucken, hilfst du Menschen jetzt zu gucken, sind sie im Plan sozusagen oder was ist jetzt da deine Arbeit? Denn viele Menschen, die würden sagen, ja, woher soll ich denn wissen, was mein Seelenplan ist? Ja. Zum Beispiel mache ich hier das Richtige, habe ich mal irgendwie gedacht, ich gehe runter und mache Bewusst-TV oder kannst du mir sagen, ist das, was ich mache, hat es mit meinem Plan zu tun? Wie kommst du da an die Information? Das sind jetzt mehrere Fragen. Ja. Erlaub mir, das ein bisschen auseinanderzuziehen. Ja. Wir können uns den Seelenplan wie eine Landkarte vorstellen. Mhm. Als Seele auf der geistigen Ebene entwickeln wir einen Seelenplan in Form einer Landkarte. Und wenn wir zum Beispiel jetzt eine Reise machen, was machen wir? Wir überlegen uns, fliegen wir, fahren wir mit dem Auto, welche Kleidung wählen wir, welche Koffer? Und so planen wir dieses Leben auch in Bezug auf die Absprache jetzt mit unseren zukünftigen Eltern, weil wir brauchen im Grunde genommen eine kindliche Prägung durch die Eltern, die wir uns aussuchen, die eine Persönlichkeit entwickelt und ermöglicht, die dann wiederum die Erfahrungen ermöglicht, die wir uns im Seelenplan vorgestellt haben. Das ist sehr komplex. Das ist nicht einfach. Ja. Da musste ich erst so auch ein paar Mal richtig hinschauen. Und das zweite Naturdeserlebnis, aus dem das Buch hervorgegangen ist, hat mir diese Komplexität auch aufgezeigt. Dass es uns auch nicht nur einmal gibt, sondern dass wir ein multidimensionales Wesen sind. Mhm. Für mich war es total spannend zu erkennen, ich bin ja gar nicht im Grunde genommen dieses konditionierte Wesen, was hier diesen Körper hat, was der Erziehung folgt und irgendeinem Bild gerecht werden muss in dieser Gesellschaft, um dann spurlos irgendwann zu verschwinden, sondern ich bin ein Lichtwesen, ein geistiges Wesen in diesem Körper, was aufgrund dessen, wo wir jetzt drüber sprechen, selber die Möglichkeiten gewählt hat, Liebe, Verliebtsein, Leid, Schmerz, all das, diese Gefühle auf die intensivste Weise durch einen Körper in die Erfahrung bringen. Mhm. Denn da, wo wir herkommen, ist es nicht möglich. Auf der Lichtebene sind wir eins, da ist einfach alles nur schön und lieb. Ja. Da können wir diese Erfahrungen nicht machen, also wählen wir sie hier im Körper. Ja. Und zwar auf ganz unterschiedliche Weise. Mhm. Sehr spannend. Und du hast aber gesagt, ich bin multidimensional, das heißt, es gibt mich jetzt in diesem Augenblick nicht nur hier in diesem Körper. Ja. Ich bin auch auf anderen Ebenen oder gibt es Parallelwelten oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das ist ein Thema, da müsste ich jetzt Seth zitieren, er ist ein Lehrer von mir, wo ich also vor 20 Jahren mich nur mal mit diesem Thema der Multidimensionalität beschäftigen sollte, um zu verstehen, wie komplex das Menschsein sein kann. Ja? So, das wäre jetzt wahrscheinlich zeitsprengend, aber worauf ich jetzt gerne eingehen möchte ist, wenn wir uns vorstellen, wir sind durch dieses Kindheitsmuster und durch die Ausprägung unserer Persönlichkeit vielleicht dazu innerlich angehalten, wie unter einem inneren Zwang, ich muss das jetzt fertig kriegen, ich muss das erreichen. Ja? Und jetzt gelingt uns das aber nicht. Dann können wir davon ausgehen, dass es einen anderen Seelenanteil gibt, der die Voraussetzungen dafür aber hat, übernimmt diesen Teil, den wir hier nicht zum Abschluss bringen können, und in der Gesamtheit sind wir wieder da, wo wir hinwollen. Das heißt, dem Höheren Selbst und damit dem, was die Seele ausmacht, ist es egal, welchen Teil dazu beiträgt. Die gesamte Erfahrung als solche wird gemacht. Und ist das dann nicht, wie wir uns vorstellen, so im Rahmen der Reinkarnation, dass wir so sequenziell jetzt, dass wir haben irgendwann im Mittelalter mal gelebt und dann mal 1800, schlag mich tot und so weiter. Ja. Und wenn ich hier fertig bin, dann komme ich nochmal wieder. Ist das so sequenziell sozusagen auf der Zeitschiene oder kann das eben... Ist eine sehr gute Frage. Hin und her gehen. Da stoßen sich viele Menschen, die mich kontaktieren, auch bei Vorträgen und die das gerne wissen wollen. Ich glaube, vom menschlichen Ermessen her kann ich es nicht so beschreiben, dass es jeder versteht. Als ich bei dem zweiten Naturdeserlebnis auf diese Ebene kam, habe ich alles auf einer
Ebene gesehen, wo alles gleichzeitig stattfindet. Mhm. Das heißt, meine Eltern waren da. Ich habe aber gleichzeitig gesehen, wie die inkarniert sind. Ich habe gleichzeitig gesehen, wie mein Vater im Krieg war, meine Mutter mit 4 ihre Mutter, mit 11 ihren Vater verloren hat. Ich wurde dann auch, jetzt sage ich mal, zumindest vom Bewusstsein her, Zeuge meiner eigenen Zeugung. Mhm. Und hatte aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, in über 30 Leben hineinzuschauen. Mhm. Alles ist jetzt. Das bedeutet, wenn wir den Körper verlassen, löst sich Zeit und Raum auf. Das bedeutet, alles das, was wir jetzt hier besprechen, findet nur in der Illusion unseres Verstandes statt. Und deswegen müssen wir in die Linearität der Zeit gehen, damit wir es überhaupt begreifen. Ja. Aber wenn wir auf die geistige Ebene gehen, so ist alles gleichzeitig. Ja. Und das sprengt unser Hirn. Das kann der Verstand kaum dann begreifen. Nee. Deswegen ist es auch ganz schwierig, da reinzugehen, weil das muss man dann wirklich selbst mal erlebt haben, damit man es überhaupt glauben kann. Was ergibt sich denn daraus jetzt für dich und für eine Erkenntnis für dieses Leben, dass du sagst, ich habe mir was vorgenommen, das muss ich jetzt machen oder ich bin eigentlich frei oder ich will es, oder das ist ja etwas, das in mir ist, dass das will, oder muss ich mich anstrengen, jetzt irgendwas zu erreichen? Oder? Ja, lass es mich so erklären. Wir haben ja den übergeordneten Seelenplan und wir haben einen freien Willen. Viele Leute fragen, was ist denn der Unterschied? Wenn ich doch einen Seelenplan habe, kann ich mich doch zurücklegen, kann ich ja eh nichts tun. Ne? Ist ja alles vorprogrammiert, dem ist nicht so. Der freie Wille ist uns gegeben worden, um den Seelenplan optimal in die Erfüllung zu bringen. Das bedeutet, wenn wir jetzt von Lebensherausforderungen sprechen, diese Herausforderungen sind uns gegeben, damit wir in höchster Form Kreativität freisetzen können. Das ist Schöpferbewusstsein. Das heißt, ein Mensch, der jetzt sich ein Leben ausgesucht hat, wo keine Herausforderungen sind, woran kann er sich selber messen? Woran kann er sich erspüren? Das ist schwierig. Viele sagen, der hat sich aber ein schönes Leben ausgesucht. Ja. Da sage ich, das ist aber, sorry. Es passiert eigentlich nichts. Ja, es passiert nichts. Und die Menschen, die ein sehr schweres Leben aus unserer Sicht heraus haben, müssen ja sehr viel Kreativität freisetzen, um in jedem Augenblick aus der Situation das Beste zu machen. Das ist höchstes Schöpfertum. Das bedeutet, Heilung, es ist im Grunde genommen alles Heilung, was wir hier erleben, beginnt mit der Annahme dessen, was ist. Ja. So. Und wenn wir dann Herausforderungen begegnen, die uns in die Knie zwingen wollen oder die uns Angst machen oder wie auch immer, dann gilt es jetzt nicht, das weghaben zu wollen, wie auch eine Krankheit, sondern wir sollen in dem Moment erkennen, welche Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung, diese Situation für mich so zu handeln, dass ich sie überwinden kann. Das heißt also, wenn jetzt jemand kommt, der einen Tumor hat und sagt, ich will den jetzt weghaben, hat er nicht begriffen, worum es geht. Es geht immer um die Geschichte als solche. Wenn jemand plötzlich sein ganzes Vermögen verliert und arm wird, es geht nicht darum, jetzt wieder zu Reichtum zu kommen, sondern die Situation, die sich jetzt bietet, in einer Form anzunehmen und zu handeln und damit zum Meister seiner eigenen Möglichkeiten zu werden. Das ist der tiefere Grund. Wenn wir uns Filme ansehen, es gibt ja, ich bin jemand, der gerne Filme guckt, weil einfach dann auch Situationen sind, die können für den Betreffenden in dem Film ganz schlimm sein. Aber als Zuschauer kann ich mir das entspannt angucken und sagen, oh, das ist ja, passiert ja was und zum Glück geht es zum Schluss vielleicht auch gut aus oder wie auch immer. Derjenige, der in dem Film ist, der weiß es vielleicht nicht, aber kann ich dann mein Leben vielleicht so betrachten, als wäre es ein Film und als müsste ich jetzt gar nicht leiden unter dem Drama, was sich jetzt gerade abspielt, sondern ich kann einfach gucken, das ist ja interessant. Ich bin jetzt der Regisseur und ich kann jetzt entscheiden, in dieser Situation, gehe ich jetzt dahin, gehe ich dahin oder wie? Jetzt sage ich mal so, je mehr der Mensch in die Meisterschaft kommt, desto mehr wird er zum Beobachter seines eigenen Lebens. Dann sitzt er, so wie du sagst, und schaut sich seinen eigenen Lebensfilm an und geht nicht mehr mit jeder Emotion rauf und runter, sondern er sieht den höheren Zusammenhang, er sieht, wofür es gut ist und er kann es annehmen. Und damit ist er nicht mehr gegen etwas, sondern ist einfach im Fluss. Aber das ist ein langer Prozess. Ja, also die meisten sind es nicht. Oder können wir sagen, es ist im Moment tatsächlich sowas wie ein Bewusstseinswandel, dass immer mehr Menschen sich dessen doch bewusst werden können? Auf jeden Fall. Also ich begleite Menschen, und damit komme ich ja auch zu der Frage, was ich so in der Praxis mache. Wenn Menschen zu mir kommen, meistens sind es austherapierte Menschen, Menschen, die in ganz schwierigen Lebenssituationen stehen, die suizidgefährdet sind, die auch schon so diese Ansätze von Schizophrenie haben, weil sie dann denken, ich bin jetzt verrückt, weil ich irgendwelche Dinge wahrnehme. Und es gilt hier für mich dann zu sehen,
wo hat der Mensch sich jetzt von seinem eigenen Lebensweg wegbewegt? Und was kann ich ihm jetzt in einer Geschichte aufzeigen, wo er sich wiederfindet? Ich bin kein Orakel, ich gebe nichts vor, aber ich zeige ihm auf, dass jeder Seelenplan nicht in Stein gemeißelt ist. Es gibt nicht nur einen richtigen Weg, sondern viele. Ja? Und wie die Seele die Erfahrung jetzt macht, auf welcher Ebene, spielt erstmal keine Rolle. Aber die Menschen neigen dazu, immer in diese Endlichkeit zu gehen. Es muss irgendetwas zu Ende geführt werden. Mhm. Und jetzt habe ich das angefangen, jetzt muss ich das unbedingt durchziehen, ob das eine Beziehung ist oder ein Arbeitsplatz oder wie auch immer. Und die Freiheit als solches in sich selber zu erfahren, dass wir zu jedem Augenblick die Möglichkeit haben, neu zu wählen, bringt letztendlich die Erlösung. Und viele Menschen, die zu mir kommen, die gar nicht mehr weiter wussten, sagen dann plötzlich, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Mhm. Ja? Und ich erzähle das immer in Geschichten, sodass sie sich wiederfinden können. Ich gebe nichts vor. Ja? Aber es gilt dann dadurch auch, Angst aufzulösen, zu erkennen, Angst aufzulösen, wo sie herkommt und als Illusion zu erkennen, weil die Menschen, die sich selbst noch nicht als Schöpfer in der positiven Form der Macht erkannt haben, leben noch Ohnmacht, das Gefühl des Ausgeliefertseins und kommen gar nicht auf die Idee zu sagen, ich kann was verändern. Ja, sie sind in der Spur so festgefahren und da hole ich sie ein Stück weit raus und zeige ihnen auf, schau mal, was du für eine Macht hast, wenn du die Perspektive veränderst. Und die hat jeder, aber den meisten ist sie nicht bewusst. Jetzt stelle ich mal, es gibt viele Menschen, die jetzt Hartz IV haben und dann wirklich sagen, die sind auf so einem Abstellgleis, sie wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen. Und dann wird ihnen von dem Amt das auch noch wirklich schwer gemacht und immer enger, die Reglements. Wie können die aus der Situation rauskommen oder müssen die jetzt sich damit jetzt abfinden oder was würdest du sagen? Guck, was soll dir jetzt die Situation sagen? Gibst du da auf oder? Es gibt im Grunde genommen ja jetzt, wenn ich da reinschaue, was der Mensch lebt, was er möchte, gibt es natürlich jetzt verschiedene Varianten. Ja, kann auch sein, dass die Arbeitslosigkeit ihm ermöglicht jetzt auch. Genau. Sehr Kreativität plötzlich in eine ganz andere Richtung anzugehen. Ja. Und er wird jetzt nur ausgebremst, weil der alte Weg für ihn einfach jetzt nicht mehr stimmig war. Mhm. So, und dadurch, weil er nicht reagiert hat und er hat keine Entscheidung getroffen, rutscht er ab, ist im Hartz IV. Aber es könnte ja genauso auch so sein, dass die Seele diesen Menschen jetzt auf diesem Weg auch in die Wahrhaftigkeit führen will. Mhm. Ja, dass er bisher nie über irgendetwas nachgedacht hat. Weil er dauernd an der Arbeit war. Richtig, der Kopf war voller Müll. Ja. Und er hat sich vor den Fernseher gesetzt, hat Urlaub gemacht und hat überhaupt nicht über sich selber nachgedacht. So, und wenn er dann sagt, so nach dem Motto, ich lebe so ein Defizit, dann beginne ich meistens immer damit, indem ich sage, pass auf, das ist das falsche Denken. Wenn du über Defizit nachdenkst, materialisierst du das auch. Ja. Jetzt geh mal mit mir in die Fülle, indem du sagst, boah, lieber Gott, habe ich viel Zeit. Boah, ich lebe die Fülle in der Zeit, damit das Körperbewusstsein sich letztendlich auf Fülle umstellt und der Körper ist dumm. Der weiß nicht, ob es um Geld oder um Freizeit geht. Mhm. Ja? Aber das Denken verändert sich. Und in dem Moment sitzt er nicht mehr da und denkt, oh, ich muss doch irgendwas tun, sondern er beginnt den Zustand zu genießen. Er geht in die Annahme und damit geht er in die Heilung des Themas. Das Thema des Hartz IV, es geht jetzt nicht darum, um irgendwo wieder in einem Beruf unbedingt finden zu können, sondern es geht erstmal darum, sich vom Heilungsansatz mit dem auseinanderzusetzen, was ist. Und auch darin eine gewisse Zufriedenheit zu finden und zu sagen, hey, es ist im Moment so, aber ich bin ein kreatives, schöpferisches Wesen und ich öffne mich dafür und es werden mir die Impulse kommen und dann starte ich neu durch. Und das gilt eigentlich für jede Situation, dass man sich einfach mal hinsetzt und sagt, ich bin jetzt hier, bin ich damit zufrieden und wenn nicht, kann ich es ändern. Aber es muss eben nicht sein, dass ich jetzt wieder, wie du sagst, in einen Arbeitsprozess gehe, weil... Kann ganz neue Wege aufzeigen. Ja, also Arbeitslosigkeit ist überhaupt dann nichts Schlimmes und man kann eben dann wirklich dann auch anderen Sachen nachdenken. Es ist so, die Stimme der Seele zu hören, dafür muss man leise werden. Mhm. Und solange man den Kopf voll Müll hat und auch nachts noch denkt, kriegen wir das nicht mit. Aber wir kennen ja alle so ein bisschen den siebten Sinn, dass man plötzlich auf die Bremse tritt und hinter der Kurve ist da was. Ja, ne? Oder man hat plötzlich so die Idee, irgendjemand anzurufen und dann sagt der andere, Mensch, dass du jetzt gerade anrufst. Ja. Das sind Seelenimpulse. Und die gilt es aber noch mehr von der Intuition, von der Inspiration in unser Leben zu integrieren. Und ich habe mein Leben jetzt mittlerweile so ausgerichtet, dass ich sage, Jesus hat gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Mhm. Und für mich ist es so, ich lausche erst und spüre erst mal rein. Gibt es irgendetwas, was mir einen Hinweis geben will,
dass das vielleicht jetzt aber so nicht weitergehen soll oder es kommt etwas Neues oder wie auch immer. So, und wenn dann was kommt, dann geht das bei mir ungefiltert, ohne dass ich das in Frage stelle, und das ist ein schwieriger Prozess gewesen, und setzt das mit der Kreativität meines Verstandes oder auch Egos um. Und mein Verstand freut sich, dass er endlich was tun kann. Aber dieses, jetzt sage ich mal, sinnlose, aktive Handeln, nur weil ich denke, ich muss doch irgendetwas tun, ist mir total abhandengekommen. Ja, das ist ja eigentlich etwas, was wir anerzogen bekommen haben, ja, und was wahrscheinlich auch über Jahrtausende so in dieses Bewusstsein, in die Zellen sozusagen, richtig, übergegangen ist, dass, alte sobald Konzepte, ich mich mal hinlege in die Sonne, denke, eigentlich müsste ich ja was machen. Wie kommen wir da raus? Ich sag mal so, auch da gibt es ja unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt ja Menschen, die wollen das gar nicht, die wollen gar nicht zur Ruhe kommen, weil dann plötzlich Dinge in ihnen hochkommen, die ihnen unangenehm sind. Ja? Und die Menschen, die jetzt ständig immer in diesem Alltagsstress, dann sind vielleicht 3 Kinder und noch 2 Jobs nebenbei und ein großes Haus zu versorgen und einen Hund. Ja? Dann sage ich immer, es gibt immer die Möglichkeit, für 5 Minuten, ganz kurz, mal das Fenster aufzumachen, tief zu atmen. Ich mache das über die Atmung für mich selber und auch über die Menschen, für die Menschen, weil wenn wir mit dem Atem arbeiten, können wir in dem Moment, wo wir dem Atem folgen, nur bei uns selber ankommen. Ja. Und darum geht's. Ja. Im Augenblick, im Hier und Jetzt. Und damit mal diese ganzen Wirren des Verstandes mal für einen Moment einfrieren und mal reinspüren und sagen, okay, gibt es jetzt irgendetwas, was ich jetzt gerade beachten sollte? 5 Minuten reichen. Es gibt ja Menschen, gerade auch ältere Menschen, die immer meinen, sie sind eigentlich für andere da. Also ich bin, ich muss für meine Schwester kommt nicht ohne mich klar, oder solche Konzepte, oder ohne die Kinder oder mein Partner, ohne mich kommt er nicht klar. Ich kann ja jetzt nicht einfach die Familie verlassen. Ja. Ja gut, das sind viele verschiedene Situationen, aber geht es für dich darum, wirklich, dass auch so jemand, der denkt, ja, wenn ich bin für jemand anders da, dass der sich das wirklich überlegt, ob das wahr ist? Oder? Also das sind viele Themen bei mir in der Praxis, weil dadurch ja auch Abhängigkeiten da sind und die Seele sich für sich eigentlich gar nicht leben kann, weil er glaubt, er ist jetzt für irgendjemand verantwortlich verpflichtet. Und hier kann ich generell eine Aussage guten Gewissens machen: Der Mensch ist erstmal für sich selbst verantwortlich. Und es gilt, in die Aufrichtigkeit zu kommen, in die Wahrhaftigkeit, dass man authentisch wird. Und in dem Moment, wo wir aber noch in dem alten Konzept, in dem alten Denken gut sein wollen, so nach unserer Erziehung, dann funktionieren wir. Dann sind wir nicht frei. Und letztendlich passiert Folgendes. Und bei vielen Menschen ist das der Fall, und bei mir war es früher auch so. Wenn ich anderen Menschen in meinem Gutsein helfen will, nehme ich sie oft aus der Verantwortung. Weil ich älter bin, vielleicht mehr Geld habe, mehr Möglichkeiten habe, springe ich schon, weil ich ja schon weiß, was der jetzt braucht, springe ich und mache das für ihn und enthebe ihm im Grunde genommen seine eigene Verantwortlichkeit und auch die Möglichkeit, die Erfahrung zu machen. Da habe ich viel daraus lernen müssen, mich zurückzunehmen. Und das ist auch keineswegs Egoismus zu sagen, ich muss mich jetzt nicht immer um andere kümmern. Gut, dass du das Wort sagst. Ja. Weil Egoismus ist im Grunde genommen etwas ganz anderes als Wahrhaftigkeit. Egoismus bedeutet im Grunde genommen, für die eigenen Ziele über Leichen zu gehen. Ja, alles auf Seite, dann fehlt die Empathie. Und da, wo Empathie fehlt, da können wir von Egoismus sprechen. Aber wir haben ja auch die Zeit der Midlife-Crisis ja erlebt. Und dann ist irgendein Mensch plötzlich dagestanden und hat gesagt, irgendwas läuft falsch. Und wenn der sich jetzt verändert hat und hat für das Außen nicht mehr dem Bild entsprechen, bist du egoistisch. Ja. Und da dieser Mensch dann vielleicht aber die Liebe und die Zuneigung nicht verlieren wollte, hat er sich emotional erpressen lassen. Aber ich möchte mal so sagen, in 90% aller Fälle ist das, was der Mensch denkt, oh, dann bin ich egoistisch, ist gar nicht egoistisch. Es ist nur anerzogen, es ist ein altes Konzept und das muss raus. Die Seele will sich leben, will in die Freiheit. Und mit diesen Konzepten geht das nicht. Klingt für mich alles sehr stimmig und auch viele Erkenntnisse passen auch zu dem, was ich von anderen höre und was ich auch für mich selber gefunden habe. Das heißt, ich komme nochmal auf die Frage zurück, also mein Lebensseelenplan sagt jetzt nicht, du machst es mal irgendwann bewusst TV, sondern
Vielleicht du wirst dich dafür einsetzen, dass du anderen Menschen hilfst, irgendwie ins Bewusstsein zu kommen. Mhm. Wie das in meinem Leben ist, also dass ich jetzt hier auf diesem roten Sessel sitze, das ist eigentlich nicht festgelegt, oder doch? Nein. Also das habe ich schon aus meiner eigenen Kreativität auch. Du hättest jetzt vielleicht auch vor 20 Jahren irgendwo Mentaltrainer machen können, würdest heute Seminare geben, würdest ganze Firmen coachen im Bewusstsein, dass Spiritualität und Arbeit durchaus etwas ist, was zusammengehört. Ja? Ich sag mal so ganz generell, du bist für die Menschen gekommen, um Menschen zu fördern, in ihrem Bewusstsein zu fördern. Dafür hast du dir selber ein nicht einfaches Leben ausgesucht. Mhm. Ja? Und das alles dient dazu, in Erfahrungen einzutauchen, die man dann auch in anderen Menschen erkennen kann, wenn sie uns begegnen. Also diesen Weg, den du jetzt gehst, ist nicht der einzige Weg. Du hättest auch einen anderen gehen können und wärst genauso erfolgreich. Okay. Ja? Lass mich jetzt nochmal auf deine Arbeit kommen, weil vielleicht auch Zuschauer jetzt Hilfe brauchen, weil sie einfach auch sagen, ja, ich setz mich jeden Tag 5 Minuten hin und meditiere, aber ich weiß, ich hab Fragen. Mhm. Können die sich an dich wenden? Oder, es ist so, ich hab eine kleine Praxis, die Menschen können zu mir kommen, aber mittlerweile ist es so, dass ich zu 80% nur am Telefon arbeite, weil die Leute so weit weg sind, dass die nicht zu mir kommen können. Ne? Und ich gehe dann über den Vornamen, über das Geburtsdatum und über die Stimme, gehe ich in dieses Energiefeld rein. Und darüber kann ich eine ganze Familienaufstellung machen. Ich kann den Kontakt zu Verstorbenen aufnehmen, auch zu vermissten Personen, zu Tieren, was weiß ich. Und dadurch kann ich mit diesen Bildern dem Menschen helfen, wo er gerade steht, und kann ihm die Möglichkeiten aufzeigen, die er nicht mehr sehen kann. Ja? Und ob das jetzt vor Ort ist mit jemandem gegenüber oder per Skype am Telefon, spielt für mich überhaupt keine Rolle. Das haben wir im Grunde auch gemacht, bevor ich dich in die Sendung eingeladen habe, wollte ich auch erstmal gucken, weil es gibt ja viele, die sagen, die machen sowas, und ich will dann mal gucken, was kommt da raus, wenn der einfach mal guckt. Mhm. Also du hast ja schon sehr vieles gesehen, von dem du eigentlich nichts wissen konntest. Für mich ist es immer wichtig, dass ich nichts weiß von einem Menschen, damit ich gar nicht irgendwo vom Verstand her, dass der sich einmischen kann, ne? Sondern dass es einfach so durchläuft und eins zu eins für den Menschen dann letztendlich auch so rüberkommt, wie es sein soll. Und ich muss das dann mit der Erlaubnis des Klienten oder Patienten auf CD brennen, weil das Gespräch ist dann weg. Mhm. Das fließt einfach durch und es gehört ihm. Du kannst dich manchmal auch später gar nicht erinnern, was du dem gesagt hast. Selbst bei Vorträgen. Ja. Selbst auch aus diesem Interview. Ich habe dann nachher Mühe, das zu rekonstruieren, weil das so schnell da ist. Du lässt es also wirklich fließen, sozusagen. Ja. Ich habe mich auch nicht vorbereitet. Ja, ich auch nicht. Das ist aber die beste Voraussetzung. Ja. Und je länger ich das mache, desto mehr lasse ich das einfach auch los und sage, ich gehe ins Gespräch genau, ich frage dich dumm und du gibst schlaue Antworten. Das funktioniert eigentlich immer. Oder umgekehrt. Ne? Und das würdest du auch Menschen empfehlen, dass sie immer wieder ihr Leben betrachten aus dieser Warte, wenn sie nicht weiter wissen. Mhm. Kann ja im Grunde sich jeder selber einmal die Zeit nehmen, ist das, was ich jetzt in meinem Leben habe, ist das das, was ich als Seele eigentlich machen will, ist das, erfüllt es mein Herz sozusagen, oder mache ich gerade eine Arbeit, wo ich sage, eigentlich ist das gar nicht mein Ding. Da möchte ich ansetzen, mittlerweile weiß das ja auch die Quantenphysik und es wird ja auch publiziert. Gott sei Dank geht das jetzt so in den Äther, dass viele Menschen damit auch eine Verbindung bekommen, dass das Herz über 5000 Mal stärker in der Matrix materialisiert über das Gefühl als unsere Gedankenkraft. Ja. Und deswegen ist es gar nicht so wichtig, was wir denken, sondern welche Gefühle einhergehen mit diesen Gedanken. Ja. Und wenn unsere Gefühle positive, aufbauende, liebevolle Natur sind, dann können wir davon ausgehen, dass doch das, was wir materialisieren, was wir in unser Leben reinziehen, diesem Gefühl entspricht. Und es ist klug gehandelt. Und die Menschen, die sich mit Sorgen und Problemen und mit Ängsten auseinandersetzen und nicht erkennen können, was sie, und das sind ja starke Gefühle, was sie da in die Zukunft reinprojizieren, und dann kriegen sie ihre selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. Es ist mir so wichtig, es liegt mir so am Herzen, die Menschen darüber aufzuklären, dass sie erkennen, wie sie in ihre eigene Meisterschaft finden können. Dass sie selbst bestimmen, sie sind selber Schöpfer, aber noch auf einer unbewussten Ebene. Wie ist das denn, wenn man jetzt in so einer Situation ist, die einem Angst vor der Zukunft macht? Also das ist ja in dieser Welt oftmals viel mit Existenz, mit Geld verbunden, und der Mangel ist in diesem System einfach systemimmanent sozusagen. Ja. Ganz viele Menschen machen sich Sorgen, reicht das Geld, egal ob Hartz IV oder sonst wie, es ist irgendwie überall knapp.
wie kann man dann, und dann drehen sich die Gedanken nachher dauernd um, oh, was passiert, wenn ich das nicht bezahlen kann, und dann kommt das und das. Und wie kommt man aus diesen Gedanken, die sich dann immer nur um das eine drehen, wieder raus? Hier hilft es eben, sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass wir dieses Geistwesen sind, dass wir diesen Seelenplan haben. Und die einleuchtendste Erklärung ist eigentlich die, die auch sofort greift. Auf der Seelenebene, wenn dieser Plan entworfen wird, werden die Herausforderungen gewählt, es werden die Seelenabsprachen gewählt, mit denen wir uns dann auch auseinandersetzen und fetzen, und es werden alle Lösungen, jede Lösung wird schon vorgegeben. Aha. Das bedeutet, wenn wir jetzt in so einem Prozess drin sind und wir können Tag und Nacht nicht schlafen, dann sind wir eigentlich nicht klug. Stattdessen sollten wir in die Stille gehen, atmen, bei uns selber ankommen und sagen, okay, auf der Seelenebene ist die Lösung schon da. Und sie kommt jetzt zu mir. Ich muss sie doch gar nicht neu erschaffen. Ist ein ganz anderer Ansatz. Ja, aber nicht jeder kriegt so die Stimmen oder so eine klare Antwort, wenn er sagt, bitte hilf mir. Oder. Aber in der Regel ist es so, dass wenn ich mit solchen Menschen arbeite, die das dann so sagen, die setzen sich nicht regelmäßig mal hin und gehen in die Stille. Ja. Es reicht doch schon, in den Wald zu gehen, sich an einen Baum anzulehnen. Einfach mal 5 Minuten in die Stille zu gehen, das schaffen viele Menschen gar nicht. Und wenn ihnen dann dieser Zusammenhang fehlt, den ich jetzt hier so erkläre, und sie kennen die Hintergründe nicht, auf was sollen sie sich konzentrieren? Sie trauen doch dieser Stimme dann gar nicht. Die wissen dann gar nicht, ist das jetzt mein Verstand? Ja? Oder ist es jetzt wirklich meine Seele? Und dann, da fängt es ja schon an. Und wo ich die Menschen hinführe, ist, dass sie lernen, durch diese Stille auf Vertrauen aufzubauen in eine Kraft, die wesentlich stärker ist, die über allem drüber steht, als was er im Moment ist und lebt. Weil er ist ja klein in seinen eigenen Augen. Aber die Seele als solche im höheren Selbst, in dieser Energie, ist ja ein unglaublich helles und lichtvolles Leben auf der geistigen Ebene. Und du hast eben gesagt, das Herz ist 5000 Mal stärker als die Gedanken. Das heißt, das, was uns ja meistens dann da quält, am Rotieren hält, das ist dieses kleine Ding, was eigentlich nichts viel zu sagen hat, aber das hat sich sehr verselbstständigt. Und wenn ich dann ins Herz gehe... Ja, du hast ja gerade auch noch eine Frage in den Raum gestellt, da möchte ich noch drauf eingehen. Also wenn ich einen Menschen habe, der jetzt sich aus irgendwelchen Gründen jetzt sorgt und Ängste hat, er sollte sich versuchen, wenn er diese Stimme jetzt nicht hört, wenn er die Ruhe nicht hat, er sollte sich versuchen, mit Dingen zu beschäftigen, die ihm Freude machen. Irgendein Hobby. Und wenn er das Enkelchen nimmt oder den Hund... Die Gedanken von Freude verändern das Energiefeld sofort, heben das Bewusstsein an und damit wird die Stimme lauter. Also die richtige Ausrichtung, die innere Haltung ist schon entscheidend dafür, dass wir den Input bekommen, dass uns plötzlich Dinge in unserem Leben erscheinen, wo wir sagen, wow, was ist das jetzt? Das ist ja die Lösung. Also raus aus diesem problembehafteten Denken, in die Erleichterung, in die Erlösung, irgendetwas tun, was uns wieder ins Herz bringt, die Freude. Und ja, wunderbar, das kann jeder anwenden. Und ich will nochmal auf den Anfang zurückkommen, weil das am Ende der Sendung vielleicht nochmal wichtig ist, eben auch, wenn jemand diese Inkarnation verlassen will, auch dann ruhig sich die Zeit nehmen und Vertrauen haben, dass er auch abgeholt oder aufgenommen wird. Und aber es geschieht nach seinem Bewusstsein. Das heißt, man sollte sein Bewusstsein auch darauf ausrichten, dass eben das Lichtreich auch da ist, wo man hin will? Jetzt ist es zum einen so, dass ja sehr, sehr viele Menschen eigentlich schon daran glauben, dass es weitergeht. Und dann ist auch nicht mehr diese Angst da. Ja, dann ist eher die Hoffnung, die stille Hoffnung, ich weiß zwar nicht, was jetzt kommt, aber irgendwo ist da schon eine gewisse innere Öffnung da. Dann ist es so, dass immer diejenigen, die schon vor uns gegangen sind, die uns am nächsten gestanden sind, die kommen und holen uns ab. Ja, so hat meine Mutter auch meinen Vater abgeholt. Ja, und wenn ich Sterbebegleitung mache, sehe ich das. Und ganz schön ist, wenn Menschen in diesem Halbzustand sind, also schon die Seele hat sich schon ein bisschen gelöst, aber immer noch am Körper fest. Und dann sagt dann vielleicht diese Frau, die jetzt gerade den Übergang macht, ach Gretchen, ja, dann spricht die plötzlich mit einer Person und dann laufen ihr die Augen. Sie hat eine Riesenfreude und die geht dann auch gerne. Ja? Was wir vielleicht nochmal dabei berücksichtigen sollten, ist, man hat früher 3 Tage diese Totenwache gemacht. Nicht jede Seele löst sich unmittelbar vom Körper. Und diese 3 Tage sind letztendlich zur Orientierung der Seele gedacht. Man hat früher für diese Seele gebetet, was ich heute
ganz unabhängig von Kirche, auch empfehlen würde, weil diese liebevoll gemeinten Worte bringen Trost und Liebe für die Seele, die hier gehen möchte. Vielen Seelen fällt der Abschied hier schwer. Ja. Lassen einen geliebten Partner oder Kinder zurück. Es ist ganz, ganz schwer, sich dann zu lösen und für sich selbst zu entscheiden. Ja? So, und in dem Moment, wo wir aber dann vielleicht am Bett stehen und wir sagen, okay, dieser Mensch ist jetzt tot, ist die Seele aber in der Regel noch da. Und dann nimmt sie auf, Gefühle, sie hört. Und je mehr wir dann eigentlich dieser Seele sozusagen den Weg bereiten und sagen, hier komm, danke für alles und jetzt bist du frei und jetzt geh. Das ist Labsal für die Seele. Nur schlimm ist, was ich manchmal dann erlebe in den Krankenhäusern, auf Intensivstationen, wie man dann mit diesen sterbenden Personen umgeht, wo sie nachher irgendwo hingeschoben werden, wo die Angehörigen vielleicht noch nicht mal dazukommen. Ja. Und ganz schlimm finde ich es, wenn dann Angehörige dazukommen und dann ist er noch nicht kalt und dann wird dann schon über das Erbe gestritten. Ja, das ist das kriegt er alles mit. Ja. Auch ein Koma-Patient, ich weiß es definitiv, ein Gehirntoter, die hören alle noch mit. Ja. Und das ist für die Seele so schlimm, dann aus dieser Ebene heraus zu erkennen, wer war jetzt denn eigentlich wirklich mein Freund? Hm. Und die Seele geht mit großer Last. Sehr wertvolle Hinweise, glaube ich, fürs ganze Leben und für das Ende auch ganz wichtige Hinweise. Wir sind ja in einer Welt, in der gerade dieser Sterbeprozess eben sehr materialistisch ist, da ist Ende, Gelände, Hirntod, dann wird vielleicht schon die Organe rausgenommen. Mhm. Ist ja wahrscheinlich für die Seele auch nicht schön. Ne? Also das ist ein ganz heißes Thema. Das habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Ja. Als mir das erklärt wurde, 2007, habe ich gesagt, soll ich das wirklich so schreiben? Okay. Weil jetzt aus dieser höchsten göttlichen Sicht heraus ist es so, dass uns ja dieses Leben geschenkt wurde. Mhm. Und wenn jetzt durch Krankheit oder durch irgendeinen Umstand das Leben aus menschlicher Sicht nicht mehr lebenswert erscheint, kann es für die Seele dennoch ein wichtiger Prozess sein. Wenn sich dann ein Mensch selbst das Leben nimmt oder aber sagt, hier, stellt die Apparate ab, ich will nicht mehr leben, tut der Mensch sich keinen Gefallen. Weil wenn die Seele ihr Programm erfüllt hat, geht sie eh. Aber wenn wir es bewusst herbeiführen, schieben wir etwas quasi mit in die geistige Ebene rein, was sich wieder erfüllen möchte, dann nehmen wir es halt nochmal mit. Ja? Und was die Organverpflanzung anbetrifft, jeder Mediziner wird mir recht geben, das Gehirn arbeitet ja noch. Ja? Das Bewusstsein des Menschen, die Seele ist noch da. Und das, was ich bei einem Fall mal erleben durfte, musste, ist, die Seele empfindet ein Austrocknen, wenn die Organe entnommen werden. Mhm. Das ist so, als wenn man einen trockenen Hals kriegt. Und wenn die Seele dann noch mit dem, was da passiert, stark verbunden ist und kann vielleicht noch nicht loslassen, ne, weil dann noch irgendjemand dasteht, dann lebt die Seele große Not. Ja. Ich würde jetzt niemanden empfehlen und sagen, hier, mach das nicht. Weil es kann unter Umständen auch im Seelenplan eine wichtige Erfahrung sein. Mhm. Ich habe gelernt, nichts mehr zu bewerten. Mhm. Alles ist immer richtig und gut. Aber wenn mich jemand fragt, sollte ich das für mich tun, dann kann ich schon an dieser Frage erkennen, dass er tief in sich eine Wahrheit trägt. Und dann sage ich, wie fühlst du es denn? Ja, eigentlich nicht. Ja, sag ich dann, bitte, folge dem. Aber ich bewerte das jetzt nicht. Aber das ist eine schöne Aussage generell immer, was ist dein Gefühl? Jeder hat eigentlich ein Gefühl dazu. Ja. Und das ist entscheidend. Also genau. Es kann auch richtig sein, wenn jemand sagt, ich will meine Organe spenden, ganz klar. Natürlich, dann ist das auch völlig okay. Absolut. Und wenn ich sage, habe ich kein gutes Gefühl, dann eben auch darauf hören und in allen Bereichen, glaube ich, was die Menschen eben nicht machen, dass sie auf ihre eigenen Gefühle hören. Das ist also eine ganz wichtige Botschaft hier nochmal von dir. Ja, wir haben eigentlich ein langes, wertvolles Gespräch, glaube ich, gehabt und dein Buch nochmal, Erkenntnisse jenseits der Bibel, die menschliche Existenz aus der Sicht Gottes, kann ich auch... Darf ich nur eins dazu fügen? Ja. Das Wichtigste, was ich auch in dem Buch reingeschrieben habe, ist, und das war mir auch neu, ist, jede Seele geht durch jede Erfahrung des Menschseins. Und zwar durch alle Facetten. Wir können uns das nicht vorstellen, weil wir wollen ja nur das Schöne leben. Mhm. Aber das andere gehört auch dazu. Mhm. Und der freie Wille, der uns mitgegeben wurde, um das vielleicht nochmal zu verstärken, dient einzig und allein, jetzt nicht irgendwo ein schönes Leben zu suchen, sondern die höchste Schöpferkraft, die Kreativität einzusetzen, um diesen Lebensplan zu erfüllen. Das kann eben auch sehr dramatisch sein, wie gesagt, wie im Film. Aber frei gewählt. Ja.
Genau, und ich würde einfach zur Entlastung, dann, dass man sich das vielleicht so betrachtet wie einen Film. Mhm. Es ist jetzt vielleicht eine ganz dramatische oder traurige Szene, ja, und dann spielt auch